Mein Name ist Rainer Bielmeier, ich bin einer der Geschäftsführer hier bei der FAST und das Thema ist, wie gesagt, was können Systemadmins von der Corona-Krise lernen? Aus der Sicht, wie wir heute draufschauen, gibt es quasi drei Punkte, auf die ich eingehen möchte. Das eine ist Risiko. Das zweite ist, oder die Entwicklung des Risikos, der Schaden, der daraus entsteht. Und das dritte letztendlich, welche Handlungsanweisungen oder Einschränkungen gibt es vom Gesetzgeber dazu, um den Schaden zu minimieren. Wenn man mit dem ersten anfängt, dann hat, glaube ich, jetzt auch der letzte verstanden, was der Unterschied ist zwischen einer linearen oder einer exponentiellen Verbreitung. Wie lässt sich das sehr leicht veranschaulichen? Wenn man sich überlegt, dass Corona in wenigen Wochen quasi die Welt erobert hat, darf man nicht vergessen, dass WannaCry eigentlich dasselbe in Stunden geschafft hat. Und Corona ist uns hoffentlich, zumindest soweit man jetzt weiß, der einzige. WannaCry gibt es deren viele und vor allen Dingen mit zunehmender Relevanz. Was kann ich dagegen tun? Das RKI, die Empfehlungen kennt jeder von uns jetzt. Parallel dazu gibt es in der digitalen Welt die BSI. Einer der wesentlichen ist aus unserer Sicht das Offline-Backup, weil eigentlich entspricht es auf der biologischen Seite dem Social Distancing, ist nichts anderes wie AirGap in der digitalen Welt. Also das Risiko alleine an sich ist ja noch nicht so schädlich, sondern der daraus generierte Schaden. Und dort muss man, glaube ich, verstehen, dass es nicht nur um den gesamtgesellschaftlichen Schaden geht, sondern eben auch um den wirtschaftlichen. Und wie man hier sieht, trifft es unterschiedliche Menschen sehr differenziert. Ein sehr guter Maßstab ist die Arbeitslosigkeit. Wenn man sich diese Grafik ansieht, wird man sehr schnell merken, dass die linken beiden eigentlich schon obsolet sind. Die werden alleine schon mittlerweile in den USA erreicht. Die Hauptinfo ist, schauen Sie sich das vierte Quartal 18 zum vierten Quartal 19 an. Die durchschnittliche Dauer ist im Prinzip fast verdreifacht in einem Jahr. Und der wesentliche Punkt dabei ist ja nicht ähnlich wie beim Corona, der Schaden durch Kosten für Masken und Desinfektionsmittel, sondern der Schaden durch den Shutdown oder eben hier in der digitalen Welt, Sie haben einen Lockdown, weil Sie verschlüsselt nicht weiterarbeiten können. Dieser Schaden übersteigt den eigentlichen um vieles, vieles mehr, warum letztendlich ja dieses Geschäftsmodell also gut funktioniert und die Leute lieber bezahlen, obwohl von allen Seiten geraten wird, man soll das nicht tun. Es ist schlichtweg eine Schadenminimierung. Eindeutig, dass in den letzten Jahren der Hauptfokus von den, ich sag mal, Kleinunternehmen und vielleicht sogar Privatpersonen hin ganz konzentriert und mit Fokus auf Mittelstand und Großunternehmen. Und dementsprechend ist natürlich das Schadenrisiko wesentlich größer. Wenn man über Schaden redet, bleibt natürlich die Frage, wer bezahlt's? Wie wir alle mitbekommen haben, sind schier unendliche Summen aufgerufen worden, um jetzt, Gott sei Dank, vielen Betroffenen finanziell zu helfen. Wie sieht es aus in der digitalen Welt? Wenn man den Schaden hat, bleibt man relativ alleine gelassen und die Empfehlung ist eigentlich, Anzeige gegen unbekannt zu machen. Wenn man das jetzt zusammenzählt, gibt es natürlich sofort den Schrei nach unserem Gesetzgeber, der bitte dort einen Rahmen aufbauen soll, der uns davor schützt. Wichtiger Punkt an der Stelle, weil das oft für mich zumindest in den letzten Tagen etwas unter den Tisch fällt. Man redet immer von Einschränkungen, aber ähnlich wie das Infektionsschutzgesetz ist ja auch die DSGVO eigentlich nicht als Einschränkung gedacht, sondern zielt auf den Schutz der einzelnen Person, Schutz der Persönlichkeitsrechte vom Individuum. Die Sanktionen sind eben im Falle der DSGVO schon beträchtlich. Die Checkliste dazu kennt, glaube ich, mittlerweile jeder auswendig. Mein Punkt als Storage-Hersteller ist natürlich der letzte Absatz unten. Inhärenter Bestandteil muss
eine ordentliche Verspeicherung sein. Jeder hat sich wahrscheinlich hier die entsprechenden W-Fragen schon gestellt, weil wir da immer wieder feststellen, dass das nicht ganz jedem klar ist auf Anhieb. Backups duplizieren Daten, Archive verdrängen. Und natürlich, wenn man archiviert, ich sage nur so Sachen wie Erhalt der Beweiskraft, ist natürlich die DSGVO der wesentliche Meilenstein, an dem man sich messen lassen muss. Auch mit einem Hardware-Wurm kann man DSGVO-konform arbeiten. In Summe, bleiben Sie vorbereitet, weil ich davon ausgehe, dass heute jeder sich schon mal mit Archiv und Backup auseinandergesetzt hat. Aber genauso wie bei Corona, wir sind nicht durch. Wir werden das sehr wahrscheinlich, also zumindest digital, auch nie sein. Die Mittel, die sichere Archivierung. Was meinen wir damit? Das ist unser Silent Brick. Der ein oder andere wird den kennen. In der Form jetzt der Low-Level-Hardware-Verwurmte. Das heißt, ich habe einen KPMG-zertifizierten Speicher, der in sich struktursicher ist. Ich kann den wunderbar als Datensenke für auch sehr große Datenmengen nutzen, ohne dass ich mir im Kopf machen muss, dass gelöscht oder auch manipuliert wird. B wie Backup. Das Backup an sich hat ja keinen Selbstzweck, sondern es geht immer darum, wie schnell komme ich wieder an meine Daten heran, also der Recovery. Wenn der Instant möglich ist, ist das natürlich herrlich. Dann Grandfather, Father, Son. Der Airgap aus meiner Sicht das Bedeutendste, weil was wie eben Social Distancing auch, etwas, was physikalisch entkoppelt ist, kann per se nicht infiziert werden. Ich kann das alles in einem System abbilden. Ich kann quasi mein Backup und, wenn ich möchte, auch mein Archiv damit unterbringen. Auch meine Pfeiler, die mir mit Daten überlaufen, kann ich hier wunderbar unterbringen. Das sind so die einzelnen Bricks. Die roten sind mit SSDs bestückt, dann gibt es die mit HDs bestückten. Und seit Beginn des Jahres haben wir ganz neu auch den großen hier unten, der dann bis zu 200 Terabyte aufnehmen kann. Und dann bleiben Sie gesund und schützen Sie sich und Ihre Angehörigen in der biologischen Welt, aber schützen Sie Ihre Daten und Ihr Unternehmen auch im digitalen Umfeld. Und ich glaube, Archiv und Backups sind dort ganz wesentliche Bestandteile.